Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Peter. Ich hab so richtig Bock. Ja? Ja. Was denn? Ich habe mir überlegt, vielleicht kann ich die ganze Zeit, wenn wir ja unter Wasser sind, einfach die Luft anhalten. Ja, ich weiß nicht. Sonst, ich sitze nicht gern neben einer Leiche, weißt du? Guck mal, wir können das jetzt hier doch öffnen. Mit ein wenig Geschick. Und so. Und dann den Hebel. Und dann öffnet sich das hier schon mal. Also eine Seite, ne? Ah, okay. So, das ist die intakte Seite gewesen, wo alle Zahnräder eingesetzt wurden. So, jetzt können wir da jetzt einmal durchgehen, hoffe ich. Weil den Rest der Zahnräder hinter der Seite sehen. Ja, das ist logisch, oder? Scheiße. Also zumindest ist das meine Hoffnung, weil ich wüsste nicht, wo ich sonst suchen sollte. Ja. So, ich hoffe, ich laufe gerade richtig. In irgendwelche Möbelstücke oder Teile von Möbelstücken oder Gitter oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wohin ich laufe, weil... Das ist so lahm, wie langsam die läuft, ey. Ja, das macht Spaß. Ich freue mich so. Und vor allem, die guckt irgendwie, weiß ich nicht, zur Seite. Immer. Ja, das die ärgert ganz mich jetzt. Woanders hin. Ah, da ist er. Ah, mein Gott! Jetzt nicht auch noch ein Video. Okay. Aber ist die Kette. Genau, jetzt kann ein Video, wie man die Kette abhebt. Ja. Das wäre important. Yay. Unbedingt. So. Cool. Was ist mein Leben? Kette. Ja. So, was ist das jetzt hier? Oh, wow. Was um alles in der Welt hinterlässt solche Spuren? Ach, komm. Nee, jetzt das schenken wir uns mal wirklich. So, das war das Seemonster, der Kraken. Ja. Seemon. Ist der. Der Seemonster. Seemonster. Seemon. Da ist bestimmt Seemon. Seemon. Ich ja. Bin Seemon, der Seemonster. Das Seemonster. Ah. Also Vorname Seemon, Nachname Ster. Ja. Ich freue mich, die Kette. Ja, Ster. Es gab tatsächlich einen Film, ich leider weiß den Namen jetzt nicht, aber es ist aus den 60er Jahren, da arbeitet jemand an der Agentur. Aha. Und die machen eine Zeitschrift namens Speer. Ah ja, und das ist ganz wunderbar. Die oberen 10.000. Die oberen 10.000 ist das, okay. Und dann reden die immer über die Speer-Magazin. Das Speer-Magazin, ja. Das Speer-Magazin. Das klingt wie ein gutes Pornoheft. Sagen die 100 Mal im Film. Aber sie sind zuständig für die Speer-Magazin. Speer-Magazin. Haben sie alles mitgebracht für Speer-Magazin? Ja. Ich bin dafür zuständig. Ich bin Journalist für das Speer-Magazin. Also, okay. Aha. Ja. Filmempfehlung des Tages. Auf jeden die Fall oberen 10.000, das ist tatsächlich wirklich ein sehenswerter Film, durchaus. Mit Grace Kelly, meine ich. So, und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen hier am Tor entlang. Wir machen Yoga. Ja, wie nennt man das? Aqua Fitness? Ja, das ist. Wassertreten, Kneippkur. Aqua Gin. Talasso. Nennt es wie ihr wollt. Talasso? Ja, das ist. Talasso ist so mit Meerwasser und sowas alles. Pur Anwendungen. Okay. Ja. Ich kenne mich aus. Ne? Ich kenne Talasso. Ja, das gibt's auch, aber das hat mit Meerwasser eigentlich nichts zu tun. Okay. So. Und jetzt hier bitte Kate. Oh. Ah, deswegen war da ein Loch da, weil es fällt dir dann die Kette. Ne? Ja, ganz genau. So, die haben wir ja jetzt, Gott sei Dank. Oh, und wir müssen wieder beim Herz anfangen. Sonst würde es keinen Spaß machen. Nein. Yay, so. Und ich hoffe, wir haben das jetzt alles richtig gemacht. Und dann drehen wir mal das Rädchen mit etwas Geschick im Handgelenk, diesmal in die andere Richtung. Das Witzige ist, dass wenn dieses zweite Rad einfach größer wäre, könntest du dir alles andere sparen. Ja. Guck
guck dir mit. Bewege mal die Maus dahin. Hier, auf diesem Rad, ne? Ja. Wenn dieses Rad 3 cm Durchmesser größer wäre, könntest du die 1-2 Räder und eine Kette einfach einsparen, weil die mir das gebaut haben, diese Russen, ey. So, und hier muss ich nicht ziehen, hier muss ich einfach nur klicken, auch noch inkonsistent so, ne? Aber weil das geladen werden muss. Ja. Ich meine, da musst du schon dafür Verständnis haben. Ey, wir haben alles gemacht, wir haben Witze erzählt, wir haben Filmempfehlungen gegeben, wir haben schon Fazit im Vorfeld. Wir haben das Spiel noch nicht installiert, das könnte man auch unternehmen. Hätte ich nicht übel Lust zu. Ich schreibe denen einen Brief jetzt gleich. Ja. Ach, jetzt macht sie das. Ah, jetzt kommt das Video. Das jetzt ist was das geladen Video, wurde. Dass sie den Hebel zieht. Na, besten Dank. Ja, das lasse ich aber jetzt. Ey. So, wow. Schleuse, öffne dich. Prima. Endlich. Können wir los? Nein, jetzt muss ich mir das Eis für einen Cocktail suchen. Ach, zum Glück sind wir trocknen. Ätzend. Ja, wir sind schnell trocknend. So, und Kapitän Oberau hat sich schon nackig gemacht und wartet schon auf uns in der Umkleide. Ja, wäre nicht schlecht, irgendwie ein bisschen Action in dem Spiel. Bisschen gruselige Action, würde ich sagen, ja, aber gut. Action. Gut gemacht, Kate. Ich hätte es selber nicht besser gekonnt. Puh, wenn jetzt alles bereit ist, hole ich sofort die Jukul. Warte, muss ich Jukul holen dann noch. In der Zwischenzeit treffe ich die letzten Vorbereitungen. Wir machen schon alles. Wenn sie mit den Nomaden zurückkommen, müssen wir nur noch ablegen. I don't believe you. Großartig. Bis bald, Kapitän. Körpersprache ist alles, ne? So. Ich hole die jetzt sofort. Gleich. In einer Stunde. Meanwhile, somewhere else. Ach so, oh nein, schon, hallo. Ich bin wieder da. Ich bin immer, ich hatte hier meinen Pass. Informieren Sie Ayahuasca, dass alles zum Aufbruch bereit ist. Aha. Dann wissen wir nicht, wer das ist, aber. Das ist die Schamanin, glaube ich. Aber wir klopfen erstmal hier an die Tür, weil. Es findet eine Befragung statt. So, weitergehen. Eine Befragung, aber wir gucken durchs Fenster. Eine Befragung findet statt. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich versucht habe, Walsimboor ohne Pass zu betreten. Ich weiß, das ist illegal. Aber Kate Walker, diese Frau, die ich suche, versteckt sich hier. Und darf ich Sie daran erinnern, dass Sie Befehl haben, meinen Auftrag nicht zu behindern? Was? Mr. Kenton, das gilt nur unter der Bedingung, dass Sie sich peinlichst an die städtische Gesetzgebung halten. Das würde ich ja gern. Aber die verdammten Jukul haben mir die Papiere gestohlen. Diese Zwerge sind Komplizen von Miss Walker. Sehen Sie das nicht? In diesem Fall reichen Sie einfach eine Beschwerde bei der städtischen Beschwerdestelle ein. Bis dahin muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie offiziell unter Arrest stehen. Als ob der was zur Sache täte. Ich glaube es nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. So, sie hat genau das gemacht wie die Frau auf dem Poster. So. Ja, stimmt. Zum Glück hat dann die gewartet, um das Wichtige im Wesentlichen zu besprechen. Ganz genau. Ich glaube es einfach nicht. Wir waren da für 3 Tage da, den Kristall fertig machen. Ja. Hallo? Hallo. Und tschüss. Die Jukul packen ihre Waren für die Nacht ein. Das ist eine gute Idee. Aha. Einpacken ist immer gut. Jetzt kommen die Jukul und wollen nicht kommen. Ja. Die Bananen fällen uns. Die Banane, so bitte pflücke uns die Banane. So eine Scheiße. Sie brauchen einen bestimmten Reifegrad. Da kommt bestimmt irgendwas. Keine Ahnung, Mann. Keine Jukul Penner, willst du weiter oder nicht? Ja. Wo ist deine Tante her? Wo ist deine Tante, Mutter, Schwester? Weg für Stamm noch weit. Ja. Klar. Spreche alles Deutsch, klar. Bitte. Ja, hat er ja. Fast. Guck mal hier. Diverse Straußen. Hallo. Ei. Kommst du mit? Ja, fein. Feiner Strauß ist er. Ja, fein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Danke. So. Guck mal, wie der stehen. Moonwalk. Was ist das denn? Tagwarlan. Geh nochmal auf den Strauß. Das ist jetzt important. Ja? Ja, genau. Mann, wieder versteckt. Zum Knutschen, ja. Zum Knutschen? Ja, genau. Warte, lass kurz an. Ja, der läuft da durch und dann? Ja, warte. Mal gucken, ob es jetzt wieder passiert.
Guck mal, wie du stehst. Huch! Das kann nur Michael Jackson und Kate Walker. Bisschen schief. Michael Jackson und Kate Walker haben was gemeinsam. Männer nie wollen helfen. Stur wie alte Strauß. Ja. Immer diese Männer. Tag war lang. Sein Tag ist lang. Ja, hör auf, daher zu reden, lass mal. Ja, wer ist denn die Chefin hier? Weg noch sehr lang. Ja, ja. Wo ist denn die Ayahuasca? Kokoloko. Kann nichts mehr finden für Frau Kate Walker. Okay. Hallo. Huhu. Achso, nee, hinterm Strauß ist jemand. Nee, da wollen wir jetzt nicht. Dann müssen wir hier außen rum. Und du? Wichtig, große Strauße zu füttern. Duckt. Ja, ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Der Geist der Unterhaltung war. Ja. Tuck. So ein unschlagbares Argument. Es gibt Cracker, die heißen Tuck. Ja, wir jetzt hier keine Werbung machen, aber lecker sind sie. Aber damit ja. So, und da oben. So, jetzt können wir uns unterhalten. Aber bevor wir das machen, laden wir mal. Ja, bevor wir das machen, laden wir mal wieder. Indem wir uns in 5 Minuten. Voll scheiße, ey. Ich verstehe da nicht. Was laden die jetzt schon wieder? Das ist ein einfaches Gespräch, ne? Mann. Meine Güte, nee. Ich habe alles gemacht. Ich habe sogar schon eine Geschichte über diesen Stift erzählt. Ja, das war's ja. Habt ihr schon diesen schönen Brillenhalter gesehen? Das ist eine Nase. Aha. Und einen Mund hat er auch. Auch dies. Das ist das Original Kiki-Klick. Das ist der Original Kiki-Klick Brillenhalter. Ja. Ja. Ich packe meinen Koffer mit. Den Brillenhalter. Ich packe meinen Koffer mit, den Brillenhalter und das Ladebildschirm. Ladebildschirm? Ja. Gut. Ich nehme mit den Brillenhalter, den Ladebildschirm und diesen schönen Stift. Ich nehme. Frau Kate Walker weiß einen Weg, wie Jukol über Heiligen See kommt. Ja, Chef, komm. Davon hätte ich ja nie geträumt. Ich habe ein Schiff gefunden, das sie alle und auch ihre Herde transportieren kann. Sein Kommandant, Kapitän Obo, erwartet uns im Hafen. Als erstes warten wir Kirk. Führer der Jukol, gesund mit einer magischen... Ein magisches... Simon Stein, der Uhrmacher von Weisenbohr, hat Kirks Prothese fertiggestellt und in die Klinik gebracht. Sie kommen gemeinsam herunter und stoßen an Bord der Kristall zu uns. Der Plan. Also Jukol nutze Nacht, um Lager abbauen. Sehr viel Arbeit. Ihr seid sehr, sehr faul. Das ist das Problem. Sehr, sehr viel Arbeit, die anderen erledigen. Ja, die sitzen einfach oben mit dem Kuckuck da. Tuck, tuck. Die Trottel müssen arbeiten. Wenn ich hier sitze und Tee trinke. So. Was jetzt? Kommt das Monster jetzt? Ja, bestimmt. Oder irgendwas anderes. Oh. Oh. Jurassic Park Copycat. Genau. Oh Mann. Dass man das nötig hat. Steven Spielberg kriegt gerade. Er kriegt jetzt seine Tantien. Hui! Achso, mit Gewalt. Naja, so geht's natürlich auch. Hui! Oh no! Ja, gut, das hat natürlich schon was von T-Rex. Ja. Naja. Ha, gut gemacht. Großartig. Jetzt kommen wir voran. Was? Das ist sehr unverknüpft, Kollege. Unverknüpft vor allem. Weil er eigentlich hinter Kate Walker her ist und oh nein. Die trotzdem nicht gekriegt. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Schlampana. Solange ihr spiritueller Führer sich in unseren Händen Schlampana befindet, gehen die Nomaden nirgendwo hin. Putanesca, Patrotska. Und Captain Cobra, oder was ich ist hoffe, das? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Okay. Olga Yefimova. Das ist der Böse. Der Rest meiner Männer kommt erst in ein paar Stunden rein. Jawohl. Das haben Sie es wird schwer, gesehen, diese Wilden hier festzuhalten, ohne ein paar Schädel einzuschlagen. Und ich will hier in Walsenburg kein Skandal. Keine Sorge, Oberst. Wenn wir es auf meine Weise machen, brauchen wir keine Söldnerarmee, um das Jukol-Problem ein für alle Mal zu lösen. Wir sind so böse. Ah, ja. Mhm. Mein Gott, wo bleiben die nur so lange? Was machen die denn? Entspannen Sie sich, Kapitän. Sarah hat versprochen, Steiner und Kirk hier herunterzuschicken, sobald sie aus der Klinik zurück sind. Ich bin sicher, sie werden kommen. Das ist so doof. Es ist egal, ob sie jetzt oder in einer Stunde kommen. Wir müssen los, bevor es Nacht wird. Ich warne Sie.
Ja. Ich fahre nicht zur besten Essenszeit für das Monster raus auf den See. Ja, dann fahren wir halt morgen, genau. Hören Sie, wir können auch erst morgen bei Tagesanbruch fahren, wenn Sie sich dann besser fühlen. Bis dahin sehe ich mal nach, wie die anderen zurechtkommen. Und Sie versuchen, sich etwas zu entspannen. Alles wird gut, Kapitän. Ruhe. So. Besprechen Sie die Lage mit Ihren Verbündeten. Wer sind denn meine Verbündeten? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt in die Kneipe gehen, oder was? Sind da meine Verbündeten? Ich glaube, das Problem ist, also normalerweise wissen wir doch, dass die Klinik voller böser Menschen ist. Ja. Botanesca und wie die heißen. Botanesca. Oder sind die Yukol jetzt an Bord? Oder? Dafür ist es aber hier noch erstaunlich leer an Bord. Bevor wir jetzt von Bord gehen und es wieder Stunden lädt, da gucke ich doch mal in den Innenraum des Schiffes. So, ist hier jemand? Tatsächlich. Buko. Laderaum braucht viel Luft, wenn Strauße was? Weg. Was? Keine Ahnung. Ah, weil die da kacken. Ah. Hä? Weißt du? Ach so. Man kann die nicht mal anblicken. Will. Nanook Metall wirklich sicher? Ja, so sicher als meine Schiffe. So sicher wie die Titanen. Talk to me, Oma. God damn it, Meine Fresse. Jetzt gehst du. Ich soll mit meinen Verbündeten sprechen, mit allen. Schiff darf nicht nachts losfahren, Frau Catwalk. Ja, alles ja, klar. Ja, so heiße ich nicht, aber okay. So heiße ich nicht, aber ist gut. Wir fahren ja noch nicht. Ja, sei stets bemüht. Ja. Ich weiß aber, wieso das Spiel so immer so lahm ist. Weil guck mal, jetzt sind sie unscharf, weil du weiter hinten, ne? Da macht man eine Scharfstellung und sowas alles. So, ist hier jemand? Hallo? Haben wir jetzt nur 3 U-Call an Bord? Ja, das sind alle. Das hat sich ja voll gelohnt jetzt. Der Rest hat sich überlebt. Ja. Das ist ja schade. Kapitän Obo. Ja. Huch, wow. Jetzt passiert unser Hinterteil. Er übt gerade seine Breakdance-Move. So, ja. Der bereitet sich für den Breakdance. Nein, ich will die Treppe runter. Okay, bitte. Komisch. War der nicht gerade noch draußen? Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Ich will nach unten gehen, bitte. Darf ich? Gehst du nach unten, du Blöde? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Es wirklich nicht. Kate, hör mir zu, Mädchen. Du gehst jetzt die Treppe runter. Danke. So. Ich finde das noch verrückter, dass es manchmal klappt. Ja, das ist wirklich sehr random. Ich glaube, du musst zur Klinik. Ja, aber ich muss doch... Oder zum Maschinenraum. Weiß ich auch nicht. Oder in die Bar. In die Bar. Vielleicht. Geh doch mal runter. Nein, ach, was wollen wir auch unten? Sie entscheidet für sich, wo sie hin möchte. Ich bin eine starke, selbstbewusste Frau und ich brauche niemanden, der für mich klickt. Genau. So, sind jetzt hier draußen die Strauße oder wie oder was? Nein. Ist alles leer. Und? Hat man sich nicht mal mehr die Mühe gemacht? Die rein zu programmieren, meinst du? Ja. Ach so. Irgendwie, ja, sind jetzt alle an Bord. Ja, aber das wäre noch langsamer wahrscheinlich. Ja, okay, da hast du vollkommen recht. Ich bin ja schon gar nicht mehr so anspruchsvoll. Ja, hier ist wirklich keine Sau. Na gut. Ah, da pinkelt einer da oben. Moment. Was machst du denn hier? Hallo? Nein! Und tschüss. Nein! Und tschüss. Ach, sie geht außen rum. Ach. Nee. Nein! Bleib lieber da. Nee. Der ist einfach woanders. Guck mal, ist doch alles bestens. Jetzt kommt sie da hin und bleibt da stehen. Ja. Ah, nee, jetzt doch. Ich fühle mein gequetschte Nanook Metall. Nanook Metall. Er fühlt sich eingequetscht zwischen all den Leuten. Ja, vor allem so ein kleiner Schiff. Ja. Das ist ein riesiger Mann. Ach, weißt du was, ich gehe jetzt einfach von Bord. Mir ist das jetzt blöd. Ich hätte gedacht, hier wären ganz viele Yukol. Loko, loko, tuk, tuk. Verbündete, mit denen man reden könnte. Ja, das ist ja deine Mission, mit deiner Verbündete zu sprechen. Ja,
Wer auch immer die sein mag. Wer auch immer das sein mag. Da sind wir jetzt auf der falschen Seite, ne? Ja. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Bock, Bock, Tukuluku. Dok, Dok. Gehst du mal? Ist da nicht die Brücke nach unten? Nee. Kate! Was? Sarah! Ist alles in Ordnung? Nein. Großvater, er ist nicht aus der Klinik zurückgekommen. Vielleicht dauert es länger als erwartet, Kurt, die Prothese anzupassen. Die haben die auch selber das dachte nicht ich entkommen lassen. Ja. Aber als ich mit der Seilbahn in die Klinik fuhr, war da oben alles geschlossen. Und dann schickt er den dahin. In der Eingangshalle sind Bewaffnete. Das wird schon. Klar. Diese Soldaten müssen zu diesem Oberst gehören, der uns verfolgt. Sie halten Großvater fest, ich weiß es. Ich muss los und ihn retten. Na gut. Junge Takmon recht haben. Frau Kate muss zur Klinik gehen und retten. Und Großvater, was ist mit ihm? Großvater tot. Großvater, ein bisschen Schwund ist Duck, immer. Duck. Ganz ruhig. Auf keinen Fall lasse ich irgendjemanden zu. Frau Kate Walker darf nicht vergessen alles, was Jukon für sie getan hat. Moment. Sie schulden auch Großvater einiges. Beruhigen Sie sich. Beide. Ich hole Sie da raus, aber Sie beide müssen ruhig bleiben. Bleiben Sie ruhig. Frau Kate Walker muss das mitnehmen. Braucht es oben. Was ist das? Und woher wissen Sie, was ich brauche? Geister schicken nicht nur schlechte Zeichen. Getränke, so. Jetzt, Frau Kate Walker muss gehen in Klinik. So kommt ja nicht alle. Ich gehe. Sagen Sie dem Kapitän, dass er sich zur Abfahrt bereithalten soll. Pech, wenn das Nacht sein sollte. Also. Wenn der Oberst und seine Männer wirklich dort oben sind, müssen wir aufbrechen, sobald ich das mit Kirk zurück bin. Das ist Pech. Na gut. Okay. Jetzt muss ich die Kamera erstmal sortieren, damit wir... Und jetzt laden? Ja, natürlich. Was denn sonst? Aber bevor wir das machen... Ja gut, dann speichern. Und sehen wir uns?